Willkommen bei Cookinesi, schön, dass ihr dabei seid und ich freue mich ganz besonders auch, dass Valeria heute bei mir ist. Ich weiss nicht, ob ihr ihren Blog kennt, Little City, falls ihr ihn noch nicht kennt, unbedingt schauen. Sie hat wunderschöne Bilder drauf, Videos, Rezepte. Wie sagt man eigentlich, über was bloggt ihr, du und die Madradi? Also zuerst mal danke vielmals, dass ich hier da sein darf. Wir bloggen eigentlich über Food, Travel und Lifestyle und grundsätzlich eigentlich über das, was wir lieben. Und das ist halt Essen und Reisen. Und ich sage euch, ich würde jetzt gerade mal schnell die letzten Fotos anschauen. Und einerseits ist es natürlich wunderschön, wenn man die Fotos sieht, andererseits wird man aber richtig eifersüchtig und hat die Lust, den Koffer zu packen, weil ihr seid wirklich an einem traumhaften Ort gewesen. Ja, wir sind letzte Woche zurückgekommen von Panama. Wir sind dort im San Blas Archipel und das ist wirklich etwas vom Schönsten, was ich je gesehen habe. Also es ist Malediven, könnt ihr fast ein bisschen einpacken dagegen. Und heute zeigst du uns eines deiner Lieblingsrezepte. Genau, wir machen jetzt Partybrot und das war eines meiner ersten Rezepte auf dem Blog und nach wie vor eines meiner Lieblingsrezepte. Alle unsere Kollegen und Freunde kennen es und ja, gut. Und es kann wirklich auch jedes Partybrot eigentlich mit den Sachen füllen, die er will. Wie ihr seht, wir haben total unterschiedliche Sachen hier am Start. Und ich könnt ihr nachher eigentlich in den Kommentarfeldern sagen, welche Variante euch besser gefällt oder wie ihr euch ein Partybrot eigentlich dann so würdet machen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Zutaten. Möchtest du gerade mal erzählen, was wir brauchen? Ja, der Teig ist eigentlich ganz ein einfacher Hefeteig. Wir nehmen 600 Gramm Mehl, 370 Gramm Wasser, 2-3 Teelöffel Salz, eine Prise Zucker und einen Würfel Hefe. Ja, jetzt eigentlich machen wir den Hefeteig. Das ist ganz einfach. Wir geben Salz ins Mehl. Oh, Prise Zucker. Der Hauptzucker ist ausgeleert. Gut. Und Hefe, die wir ein bisschen bröckeln. Wir haben so frische Hefe genommen, wir könnten sicher auch aus dem Päckchen nehmen, trocknige. Oh, jetzt könnten wir eigentlich den Ofen vorheizen. Aber Diane, willst du das vielleicht schnell übernehmen, bitte? Soll ich jetzt so Mehl holen? Oh ja. So, geht's zum. Also. So, dann können wir uns und den Teig sich ausruhen. Und dann kommen wir schon zu der Frühling. Also, los. Dann fangen wir an mit dem Auswallen. Genau. Dann haben wir noch ein bisschen, haben wir gesagt, ein bisschen Teig übrig gelassen für die Deko. Übrigens, falls wir jetzt möchten verstecken, was wir jetzt hier genau machen, könnten wir das im Fall mal schauen. Das ist mega cool, habe ich vorhin entdeckt. Das ist ein Dampfabzug. Ideal ist, wenn es keine Löcher hat, weil sonst ja, läuft es noch ein bisschen aus. Gut. Also da sicher gut kontrollieren. Das ist gut. Ja, dann geht es los mit Bestreuen bei den Lecken. Genau, ja. Mit was vorstellen wir noch? Also ich tue immer Käse und Schinken rein. Das ist bei mir immer ein Bestandteil. Und ich immer zuerst Schinken, weil ich mir dann so vorstelle, wenn es doch ein Loch gibt, dann würde der Käse rauslaufen. Also, ja. Also jetzt schauen wir doch gerade mal, was es Valeria hier drauf hat. Erzähl mal. Genau. Ich mache es jetzt heute mit Käse, also so Scheibenkäse, mit geröchelten Tomaten, mit Schinken, Eier und Oliven. Und für mich ganz wichtig ist Parmesan. Genau. Und ich mache so ein bisschen die italienische Variante. Bei mir gibt es, das Einzige, was nicht, also was wirklich schweizerisch ist, ist, anstatt Parmesan nehme ich Grühe. Und dann habe ich Tomaten dabei, schwarze Oliven, Pilze und die Luganigetta heisst die, glaube ich. Die hat meine Mama vielleicht immer auf die Pizza drauf gedrückt. Sieht auch grusig aus, ich würde nämlich so rausdrücken, aber es ist so fein. Das ist so eine Schweinswurst. Und ganz wichtig, Mozzarella, Oregano und auch noch ein bisschen Olivenöl. Ja,
Let's bet! Richtig, das fette Ding. Genau. Ich hoffe, ich bringe das überhaupt zu. Also, und jetzt, wie tust du es? Wie so eine Burrito? Ja, genau. Also ich tue es eigentlich von einer Seite anfangen, so zuklappen. Und dann von der anderen Seite drüber. Und eben mega wichtig, um zu schauen, dass es ja keine Löcher gibt. Das ist ein Schaden mit Beinen. Übrigens, wenn es nicht gut klappt, dann könnt ihr einfach ein bisschen Wasser nehmen. Und Wasser ist dann eigentlich wie Lehm. Funktioniert das. Und sehr wichtig ist auch, dass man es vorne und hinten da auch wirklich gut zumacht. Das hat eben noch diesen Lauf, um das nicht zu vergessen. So, also, unsere Dinger sind fertig, unsere fette Brot. Bei dir sind ja auch die Buchstaben ziemlich fett, oder? Ja, sind ein bisschen aufgegangen. Nein, es sieht wirklich cool aus. Und ich habe meins noch mit Ei bestrichen. Das kann man wie machen, wie man es will. Entweder bestreichen oder nicht bestreichen. Kommt genau gleich gut raus. Und jetzt, wie lange werden die Dinger gebacken? Jetzt tun wir die bei 180 Grad, rund 30 Minuten noch. Gut, also, ab geht's. Ich habe ein kleines Löchchen drin. Schaut mal. Schaut mal. Ein Loch. Schon ist es ein bisschen ausgelaufen. Aber es ist nicht so schlimm. Du musst ganz neu her, dass es gut sieht. Ganz neu her. Warte, du musst mir noch so. Schaut mal, wie schön das aussieht. Ich hoffe, es schmeckt genauso gut, wie es aussieht. So. Achtung, warte! Also zwischen dem I und dem H. Das ist ein TT. Das ist doppelt. Au, tschüss! Ja, aber schau mal, geil, das aussieht so wie für Ausdruck. Ja, und wir machen jetzt meistens, dass wir so auf ein Holzbrett tun, wenn wir irgendwie ein Apéro haben oder eine Party und die dann einfach selber abschneiden können. Ja. Und das kommt immer recht gut. Ja, los, und jetzt essen wir das mit den Händen, oder? Ja, das würde ich sagen, oder? Ja, die Pizza. So mässig heiss ist es. Eine gute. Eine gute. Die sollte sich selbst auch mit Croque Monsieur. Wirklich? Dann kann ich da noch weiter mit vollem Mund herumreden. Würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, um das Rezept nachzumachen, dann seht ihr in der Infobox unten den Link. Und dann seht ihr Valeria ihr mega feines Rezept. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert euch auf meinen Kanal, das würde mich freuen. Schaut unbedingt bei Valeria auf littlecity.ch vorbei. Danke nochmal fürs Vorbeikommen. Danke dir, hat Spass gemacht. Ja, wirklich, es war cool. Und einen guten. Einen guten. Tschüss zusammen. Tschüss. Oh nein, das darf nicht wirklich sein. Ich kann es nicht essen.